Ich weiß nicht so recht, wo ich anfangen soll. Deswegen könnte mein Bericht etwas unstrukturiert wirken. Ich versuche, das, was ich an jedem Tag gesehen habe, so gut wie möglich wiederzugeben. Um meine Situation zu verstehen, ich bin seit kurzem Jäger und darf das Revier meines Onkels benutzen, welches er sich mit zwei weiteren Freunden teilt. Das ganze Leben als Jäger ist wesentlich unspektakulärer, als man es sich als Außenstehender vorstellen mag. Habe schon oft davon gehört, dass man in den Wald gehen würde und sich dann nur noch von Beeren und rohem Fleisch ernährt. Genauso wie diese Geschichten von irgendwelchen Leuten, die angeblich mit Maschinengewehren zur Jagd gehen. Das ist Unsinn. Nun ja, aber im Grunde friert man sich im Winter das Gesäß ab, um dann einmal pro Monat überhaupt was zu sehen, was annähernd wie beispielsweise ein Rothirsch aussieht. Und durch die Jagdzeiten ist nicht einmal gewährleistet, dass man ihn überhaupt schießen darf. Okay, ich schweife ab. Seit gut 5 Tagen ging ich damals regelmäßig in den Wald. Immer so gegen gut 3:30 nachmittags und blieb bis ungefähr 21 Uhr auf den Holzsitz. Manchmal auch länger, das war von den Lichtverhältnissen abhängig. Und jetzt am Freitag geschah es. Etwas nach dem letzten Büchsenlicht, wie man es bei uns nennt, also Sonnenuntergang, verließ sich mein Stand selbstverständlich wieder einmal erfolglos, um mich auf den Heimweg zu machen. Ich hatte eigentlich den ganzen Abend nichts gehört oder gesehen, doch als ich gerade von der letzten Leiterstufe trat, hörte ich ein Knacken in einem nahegelegenen, von der Dunkelheit aber in schwarz gehüllten Busch, ungefähr 7 Schritt entfernt. Zunächst dachte ich an ein schlichtes Wildschwein, welches nach Nahrung suchte. Allerdings wollte ich es wegen der Tageszeit ohnehin nicht mehr schießen, also ließ ich mein Gewehr gesichert und entlud. Dabei versuchte ich nur rasch einen Blick von dem zu erhaschen, was das Geräusch ausgelöst hatte. Tatsächlich, da war etwas im Gebüsch, aber ich konnte einfach nicht erkennen, was genau es war. Also beließ ich es dabei. Waldmannsheil, flüsterte ich scherzhaft anerkennend und drehte mich um, in Richtung meines Fahrzeuges. Ich glaube, nach etwa 1,5 Minuten Marsch vernahm ich ein erneutes Rascheln. Verärgert nahm ich die Büchse von der Schulter und repetierte. Normalerweise reichte das mit Leichtigkeit aus, um jegliches Wild in der nähenden Umgebung zu vertreiben, einfach weil es das Geräusch schon kennt und nicht besonders mag. Doch das Rascheln hörte nicht auf. Im Gegenteil, es wurde lauter, kam näher und ich bekam es ein wenig mit der Angst zu tun. Hätte ich damals gewusst, womit ich es zu tun hatte, wäre ich gerannt. Dummerweise hielt ich den Geräuscherzeuger weiterhin für ein Wildschwein. Zwar konnten auch diese Tiere einem Menschen sehr gefährlich werden, jedoch vermutete ich keinen unbegründeten Angriff. Ich habe geglaubt, dass das Tier in etwa das gleiche von mir dachte. Das Rascheln verstummte in etwas von 6 Schritt Entfernung. Ich konnte nicht ausmachen, was sich dort im Gebüsch versteckt hielt, und obwohl ich eigentlich kein ängstlicher Mensch bin, zog ich dann vorsichtshalber doch meine Pistole. Kleinkaliber, aber mit relativ großem Magazin und rechtmäßig immer geladen zur Selbstverteidigung. Ich habe meinen Gang dann fortgesetzt, fühlte mich sogar ein wenig sicherer und kam schließlich am Auto an. Es war zwischen 21.23 Uhr und ziemlich dunkel, als ich den Kofferraum öffnete, um mein Gewehr zu verstauen. Ich schloss ihn und wollte einsteigen, doch hielt angespannt inne, als dieses verdammte Geräusch wieder da war. Mit den Rücken zum Jeep tastend, sich meine Finger in Richtung Griff und öffneten leicht die Tür. Ich sah mich um. Nach einer Zeit war das Geräusch erneut verstummt. »Ist da irgendwer?«, fragte ich in die Dunkelheit. Keine Antwort. Wie in einem dieser Horrorfilme. Ich starrte über den Feldweg in den Wald. Irgendwas musste doch diese Geräusche verursachen. Aber verdammt, da war nichts. Kennt ihr das, wenn ihr ein Bild anguckt und euch ganz plötzlich etwas Schreckliches an diesem auffällt? Ich erkannte es, dort bei den Fichten hockend. Der Leib ganz weiß und mit diesen unglaublich großen Augen starrte es mich an und mein Körper gefror schlagartig. Die Schultern bewegten sich von Atmen auf und ab, Speiche lief in großen Mengen aus seinem Maul. Noch nie in meinem gesamten Leben habe ich so eine große Angst verspürt. Sekunden wurden zu Stunden und dann brach es aus dem Gebüsch auf mich los. Es schrie schrill, riss seinen rechten Arm in die Luft, um mich zu treffen.
Erst dann erkannte ich, dass das Wesen sich bereits in die Luft befand, auf mich zuspringt. Die mächtige Pranke traf mich an der linken Schulter und ich wurde glatte 3 Meter von Geländewagen weggeschleudert. Ach, Scheiße! Was verdammt bist du? Schrie ich es im Liegen an, die Pistole auf seinen Körper gerichtet. Langsam kam es auf allen Vieren auf mich zu, mit den Worten: Ich bin der Wake. Meine Augen weiteten sich. Ich erwartete um Himmels Willen keine Antwort, doch es sprach und kam auf mich zu. Ich feuerte 3 Schuss ab, doch die bewirkten nichts. Abermals schrie es schrill und sprang auf mich zu, doch konnte ich mich aufrappeln und entweichen. Ich rannte so schnell es mir möglich war zum Auto, riss die Tür auf und drehte den Zündschlüssel um. Es sprang auf die Motorhaube und seine Finger hinterließen tiefe Kratzer in der Windschutzscheibe. Hau ab! Schrie ich den Rückwärtsgang einlegend. Hau endlich ab! Ich weiß nicht mal, ob ich ihn oder mich meinte. Bei der Abzweigung auf die selten befahrene Bundesstraße sprang es vom Jeep, den ich abwürgte, als ich die Kupplung in meiner Panik viel zu schnell kommen ließ. Es hockte eine Weile im Scheinwerferlicht, während ich verzweifelt versuchte, mein Gefährt wieder zum Laufen zu bringen. Schließlich sprang der Motor wieder an und ich raste davon. Vor kurzem hatte ich schon mal einen Bericht abgegeben und seit den Ereignissen sind nur wenige Tage vergangen. Seit diesem Vorfall war ich nicht mehr draußen, weil ich mich einfach nicht mehr traue. Es war noch am selben Abend, doch glaubte ich mich in Sicherheit, da ich doch sehr schnell gefahren war. Mein Grundstück, das sollte ich erwähnen, liegt am Waldrand. Allerdings hielt ich es vor kurzem noch für den sichersten näheren Ort. Die nächste Stadt lag mehrere Kilometer entfernt. Im Nachhinein hätte ich sie direkt anfahren sollen. Das habe ich, Idiot, natürlich nicht getan. Da ich alleinstehend bin, kann ich auch mit niemandem direkt über das Geschehen sprechen und ich bin vollkommen auf mich allein gestellt. Sicherlich wird man sich fragen, warum ich niemanden anrufe, aber da ich momentan kein Handy besitze und das Telefon aus irgendwelchen Gründen tot zu sein scheint, bin ich dem, was zu dem jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich in meinen Garten lauert, ausgeliefert. Das ist sowas von klischeehaft. Aber wenn man sich erst einmal in einer Situation wie dieser befindet, ist es vorbei mit irgendwelchen Heldentaten. Vorbei mit dem Traum, einen heroischen Tod zu sterben. Erst jetzt wurde mir klar, dass ich mehr Angst vor dem Tod habe, als ich es je getan hätte. Dieses Gefühl kennt man nur, wenn man mal in einer lebensgefährlichen Situation war. Man merkt plötzlich, wie wach man ist, merkt, wie verletzlich man ist und man merkt, dass man einfach noch nicht sterben will. Langsam aber wurde es dunkel und ich entschied mich, mein Haus zu verlassen. Die Umstände ließen mich nicht mehr zur Ruhe kommen. Ich musste unbedingt in die Stadt, auch wenn es schon mitten in der Nacht war. Durch das Schlüsselloch schauend forschte ich, ob sich das Wesen im Flur befand. Dieser aber war leer. Der Boden, der aus weißen Steinplatten bestand, war sauber und ich erwartete natürlich Schmutz, wenn so etwas durch die Gänge krabbelte. Also drückte ich vorsichtig die Türklinke runter. Mein Gewehr in der anderen Hand war geladen. Geduckt näherte ich mich der Haustür. Jene besaß einen Spion, der in den Zwischenraum blicken ließ, welcher wiederum das Verbindungsstück zum Carport darstellte. Auch dort war nichts zu entdecken. Also schloss ich sie so leise wie möglich auf. Mir rannen zwischen Schweißperlen über mein Gesicht und meine Hände begannen zu zittern, als ich die Klinke nur sehr zögernd hinunterdrückte und die Tür knarrend und langsam aufging. Mein Problem war dann, dass der Zwischenraum auch eine Gasttür zum Garten hatte, was bedeutete, dass es mich sehen würde, sobald ich unter das Carport ging. Ich drückte meinen Körper fest an die Wand und lunzte so unauffällig wie möglich in den Garten. Es war mittlerweile tiefste Nacht, aber der Mond ließ zumindest Konturen erkennen. Ich konnte dieses Ding jedenfalls nicht ausmachen. Ich blickte zu der nahegelegenen Carporttür und wieder zurück zum Garten. Sollte ich es riskieren? Immerhin könnte ich einfach bis zum Morgen warten. Es kann doch nicht durch die Türen, oder?
Nach langer Überlegung kam ich zu dem Entschluss, dass es vermutlich die Kraft hatte, Fensterscheiben zu zerschmettern. Also musste ich so schnell wie möglich fliehen. Ich hätte nur bis zum Carport kommen, in den Jeep springen und losfahren müssen. Ich hatte keinen Zaun oder Grundstücksumrahmung. Nichts hätte mich dann noch aufhalten können. Plötzlich aber zuckte ich zusammen und ließ mein Gewehr ungeschickterweise fallen. Der Ton war nicht überhörbar. Unter der Tür zum Carport war ganz deutlich Licht zu erkennen. Und die einzige Lichtquelle hinter dieser Tür war der Lichtsensor, der nur dann anging, wenn sich etwas unter den Carport bewegte. Mein Körper gefror. Die Schweißperlen flossen noch mehr und meine Hände zitterten noch mehr als vorher. Es war hier. Langsam vernahm ich lautlos Röcheln, das immer näher kam. Dann bewegte sich die Klinke des Carporttür langsam nach unten. Es wollte rein. Ich rutschte unüberholfen rückwärts in den Hausflur. Mit weit aufgerissenen Augen beobachtete ich den Türspalt, während mein Herzrasen immer stärker wurde. Bemerkte ich, dass die Tür verschlossen war und es nichts hereinkommen konnte. Das aber konnte mich nicht beruhigen. Ich war kurz davor durchzudrehen und knallte die Haustür hinter mir zu, als ich rückwärts in den Flur hineinstolperte. Oh Gott, bitte nicht! Entfuhr es mir laut. Ich drehte mich um, rannte in mein Zimmer zurück, in dem ich anfangs die Fluchtgedanken hegte. Erst nachdem ich die Jalousien in meiner Hektik herunterriss und mich mehrmals versicherte, dass sämtliche Türen und Fenster fest verschlossen waren, kauerte ich mich in einer Ecke hinter meinen Schrank zusammen und lauschte. Es war unerträglich leise. Und ich stellte fest, dass es mittlerweile Mitternacht geworden war. Ich presste meine Hände ineinander und betete, dass ich diese Nacht überleben würde. Dann hörte ich das Klirren der zerstörten Gartentür. Es ist jetzt im Haus. Ich glaubte, meinen Puls zu hören und traute mich nicht, mich zu bewegen. Ohne es zu bemerken, hatte ich die Luft angehalten. Jetzt saß ich in der Ecke meines Schlafzimmers, zusammengekauert, die Augen fest auf die Zimmertür gerichtet. Ich versuchte irgendwie ein Geräusch zu vernehmen, um abzuschätzen, wo sich das Wesen befand. Es war nichts zu hören, aber es befand sich definitiv im Haus. Das wusste ich einfach, denn es hätte sich nie die Mühe gemacht, mir bis hierhin zu folgen, wenn es mich nicht töten wollte. Mein Gewehr hatte ich im Flur fallen gelassen und ich hatte nur noch meine Pistole bei mir, die allerdings nicht viel wert war, da das Wesen offensichtlich ganze Menge einstecken kann. Ich malte mir die Gedanken aus, wie es die Tür zerbrechen, hineinsprang und mir einfach so das Genick brach. Eine unvorstellbare Angst hatte mich umfasst und ich war so eingeschüchtert, dass ich mich kein Millimeter mehr bewegen konnte. Dann hörte ich Geräusche aus dem Flur, welche direkt zu meinem Zimmer führt. Sie kam näher und mir war klar, dass es sich bei den Tapsen von Fleisch auf Parkett um die Kreatur handelte. Meine Sinne schärften sich mit jedem Auftreten der vier Beine oder Arme des Wesens. Ich erhob meine mickrige Waffe und zielte mit zittrigen Händen in Richtung der Tür. Kurz vor dieser hörten die Geräusche auf und zeitgleich zu diesem Moment setzte sogar mein Puls aus. Ich hatte nicht abgeschlossen. Die Klinke wurde unerträglich langsam nach unten gedrückt. Hau ab! Schrie ich und ballerte mein gesamtes Magazin in die Tür. Ich war selbst über meine Reaktion überrascht und hatte sie auch nur passiv wahrgenommen. Doch hatte jetzt mein Überlebensinstinkt eingesetzt und ich rannte in meinen tranceartigen Zustand zur Tür und trat diese mit meiner gesamten Kraft auf. Offensichtlich schob ich so einen Körper beiseite, der nun zwischen Tür und Wand eingeklemmt war. Auch das überraschte mich, doch überlegte ich nicht lange und versuchte mit allen Mitteln das Wesen zu zerquetschen. Ich presste meinen Rücken gegen die Tür und stieß mich mit den rechten Beinen von der Wand ab. Stirb, du Bastard! Schrie ich verzweifelt und drückte so fest ich konnte. Adrenalin schoss durch meinen Körper und die Zeit schien sich stark zu verlangsamen. Dann ließ der Widerstand hinter der Tür nach und ich sackte auf dem Boden zusammen. Endlich, stieß ich hervor. Schweißperlen rannten mir über das Gesicht. Ich versuchte aufzustehen. Plötzlich packte mich eine kraftvolle Hand und warf mich am Kopf durch den Hausflur.
Ich knallte mit dem Körper auf den harten Holzboden auf und sah auf die andere Seite des Raumes. Es war noch lange nicht geschlagen. Ich konnte die Gesichtszüge nicht richtig deuten. Aber wenn dieses Wesen nur eine Emotion hatte, dann war es ab diesem Zeitpunkt reiner Hass. Ich hatte es gewagt, mich zu wehren. Die Beute widersetzte sich dem Jäger. Gerade ich sollte doch wissen, wie es sich gerade fühlte. Normalerweise war ich immer der, der über Leben und Tod des Gejagten entschied. Blut rann von einer Platzwunde auf dem Kopf über sein Gesicht hinab. Speichel tröpfte aus seinem Mund und seine schwarzen Augen blitzten mich aggressiv an. Der Ray kam auf allen Vieren auf mich zu und ich erstarrte abermals. Fick dich, verdammt! Ich rappelte mich auf, drehte mich im Aufstehen um und rannte hinaus durch die zerbrochene Glastür in den Garten. Er war direkt hinter mir und brachte mich zu Fall. Mein Aufprall war hart, doch dies spürte ich kaum noch. Meine Sinne ließen nach und es ging mir einzig und allein ums Überleben. Ich sprang abermals auf, drehte mich um und sah ihm genau in die Augen. Dann fasste ich meine Gürteltasche und zog mein Messer. Die Klinge sprang hervor und ich machte mich für einen finalen Angriff auf den Wake bereit. »Ich krieg dich schon noch! Du hast es so gewollt!« sagte ich und wusste, dass er verstand. Wir warteten drauf, dass der jeweils andere angriff. Dann entschied ich mich, es zu Ende zu bringen und rannte auf ihn zu. Mit erhobenem Messer in der rechten Hand versuchte ich, seinen Hals zu treffen und ihn endlich zu töten. Dann schlug die Klinge auf, mit einer Wucht, von der ich selbst überrascht war, und mein Arm schmerzte vom Aufprall. Durch den Schmerz hatte ich zunächst meine Augen geschlossen und konnte nicht erkennen, dass mein Angriff ins Leere ging und ich nur einen Baumstumpf getroffen hatte. Der Wake war ausgewichen und schlug mit ganzer Kraft auf meinen Rücken ein, was mich erneut durch die Luft katapultierte. Die Klinge an seiner Pranke trafen mich nicht. Trotzdem krümmte ich mich vor unerträglichen Schmerz und schrie, wie ich noch nie zuvor in meinem Leben geschrien habe. Mit zusammengebissenen Zähnen drehte ich mich auf den Rücken, um mich zu verteidigen. Erneut versuchte ich, den Wake mit dem Messer zu treffen, doch diesmal fing er meinen Arm mit Leichtigkeit ab. Dann übte er mit seiner Pranke einen so enormen Druck auf meinen Oberarm aus, dass das Messer zu Boden fiel. Nein, knurrte er mir entgegen und holte erneut aus. In diesem Moment aber bekam ich das Messer in der Hand und schlitzte ihn an seinem Bauch entlang. Er schrie auf, obwohl ich keine Verletzungen feststellen konnte. Ich rollte mich zur Seite, sprang auf und rannte in den Wald. Mein Rücken war vollkommen taub, aber das Adrenalin war zurück und ich legte den Lauf meines Lebens hin. Man kann ihn nicht töten. Der wütende Schrei des Rakes erklang und ich wusste, dass er die Verfolgung wieder aufnahm.